Hi Leute, lange keinen Vlog mehr gemacht. Falls ihr nur die Vlogs schaut, wundert euch vielleicht über diesen Bart. Ja, ich wundere mich selber, wie schlimm es eskaliert ist. Aber das liegt daran, dass ich eine Wette mache und den Bart erst abrasiere, wenn ich in WoW Classic, was am 27. August rauskommt, Level 60 mit meinem bärtigen Zwerg, deswegen der Bart, erreicht habe, abrasieren kann bzw. dann trimmen kann. Egal, das ist ein anderes Thema. In einer halben Stunde kommt Jona und sein Vater hier auf der Insel an. Das ist auch der Grund für den heutigen Vlog. Denn Jona hat mit seinem Vater einen Roadtrip gemacht von Hamburg bis zur Küste von Portugal. Ist dann mit einer Fähre mit dem Auto rübergefahren und er ist jetzt gleich auf der Insel. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wo er ankommt. Und da fahren wir jetzt hin, um ihn abzuholen. Da vorne seht ihr dieses kleine schwarze viereckige Häuschen hier, wo ich meinen Finger drumherum kreise. Da ungefähr kommt die Fähre gleich an. Sie sind ungefähr gerade, ja, da irgendwo auf dem offenen Meer in der Richtung. Sie sind ungefähr, wie gesagt, eine halbe Stunde da und kommen dann gleich da an. Wir fahren jetzt dahin. Let's go! Wir sind auf dem Weg zum Hafen und der Jona hat einen Live-Standort geschickt. Ja, er ist kurz vor der Küste. Sie sind gleich da! Das ist, diese Apotheke heißt The Green Goddess. Kennen wir aus L.A. Madeira, Deutsche im Urlaub, schalalala. Schalalalalalala. Wir wollen einen süßen, schönen Vlog haben. Madeira. Ach so. Madeira, schauen Sie diese schönen Dinge an. Sie ist auch hoch. Da sehen wir die Flaggen. Rechts die Flagge von Portugal, grün-rot mit dem Schild von Portugal. Daneben die blau-gelb-blaue Flagge mit dem Kreuz von Madeira. Daneben die Flagge von Europa. Und daneben muss ich sagen, weiß ich nicht, was für eine Flagge das ist. Vielleicht von den Azoren? Ich weiß nicht. Aber die letzte Flagge, kenne ich nicht. Ja, aber ihr seht, die Flaggen, Bildungsauftrag erfüllt. Hier gibt's Eis. Eiscreme! Wir fahren jetzt zum Hafen. Da ist der Hafen. Wir fahren jetzt zum Hafen. Wir sind gleich da. Schalalala. Schalilalu. 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 Mehr jetzt sage ich da nicht. Es ist ein sehr warmer Tag heute. Ja. Es ist angeblich laut Auto ist es angeblich 27 Grad. Was sagt das Handy? Es ist 26 Grad, sagt mein Handy. 27 Grad? Das ist doch 27 Grad. Ja, ist sehr warm heute. Es ist sehr warm. Einer der wärmsten Tage des Jahres. Das sind einfach nur Allmanns. Grüß dich mal, das sind nämlich deine Zuschauer. Die wissen nämlich ganz genau, dass du heute hierher kommst. Da Jona. Sind die Allmanns, da sind die Allmanns. Ich krieg das mal Baustelle. Alter, auf Parkplatz Nummer 11. 11. Im Oktober ist es. Madeira Warte. Naturfestival. Die kommen heute alle hier hin, um dich zu treffen. Hallihallo! Hi! Oh. Hi! Das war echt heftig. Wir holen heute den Jona ab. Wir wissen. Ja, das war so ein Zufall. Wir haben hier einen Urlaub halt gebucht. Lass uns gleich ein Stückchen nach da gehen wegen der Baustelle. Ja. Also die cleveren Zuschauer, die gerade zufällig Urlaub hier machen, die wissen, dass wir heute hier sind. Komm, wir gehen mal rüber. Let's go. So, wir sind jetzt in der Nähe von dem Steg, wo die Fähre anlegt und wo die gleich im Auto rauskommen. Wir haben ja auch ein paar Deutsche getroffen hier ringsherum. Hallihallo. Und wir schauen jetzt mal, dass wir den Jona abfangen und ihn gebürtig empfangen nach seiner langen Reise. Hi. Hi. Seid ihr bei uns hier? Ja. Ja, kommt mit. Okay, wir haben noch zwei Deutsche am Schlepptau. Sehr gut. Hi erstmal. Hi, ich bin Felix. Hi, Simon. Sascha, hi. Sehr gut. Wir holen Jona alles zusammen ab. Ja. Sehr gut. So, ich zeige euch gleich, wenn Jona da ist. Bis gleich. So, da vorne kommt die Fähre. Und auf der Fähre ist der Jona. Sie kommt in den Hafen gelaufen. Ich bin aufgeregt. Hallo! Ey, das ist so verrückt. Und die sind einfach, ich kann es auch rübergefahren, die sind einfach einen Tag lang durchs Meer. Und jetzt, ja, das sieht so verrückt aus, oder? Und auch so, dass dieses Auto da drin ist, das ist das Geisteskrank.
Also, was man sagen muss, ist, ich hätte die Fähre mir kleiner vorgestellt, weil ich sehe vom Balkon aus immer diese riesen Kreuzerschiffe, Aida Nova. Ist, glaube ich, das zweitgrößte Kreuzerschiff der Welt. Man sieht vom Balkon aus so klein aus und diese Fähre sieht halt noch viel kleiner aus. Also, sie ist viel, viel kleiner als so ein Kreuzerschiff. Und das ist schon ein Riesenteil. Wir standen noch nie so nah an einem Schiff. Also, das ist verrückt und da sind einfach Autos drin. Und das ist, also, wenn man sowas noch nicht gesehen hat, geisteskrank. Da kommen die ersten Autos raus. So, ihr habt jetzt ungefähr gesehen, wie viele Autos schon da rausgekommen sind. Aber Jona und sein Vater und die A-Klasse sind immer noch nicht da. Also da sind mehr Autos drin, als ich erwartet habe. Ich bin gespannt, wie lange es noch dauert. Da sind sie! Let's go! Da sind sie. Das der, scheint mal höher als der graue hinter dem blauen Bus, vor dem blauen Bus. Da sind sie! Let's go! Wir haben es geschafft, sie sind auf der Insel. Da sind sie! Sie haben es geschafft! Sie sind auf der Insel angekommen. Wir werden jetzt nach da oben geschickt. Wir werden nach oben geschickt. Wir fahren den Kreis und kommen wieder zurück. Okay? Ja, ist einfach da. Ist einfach da, let's go. Ich bin gerade so erleichtert, dass alles geklappt hat und dass irgendwie nichts schief gegangen ist, nichts Größeres, also außer die Scheibe, aber naja. Hoffen wir mal, das Geheimpaket ist unbeschadet. Hallo? Hey, habt ihr eine harte Nacht bei euch? Alter Seebär. Boah. Alter Schwede. Hast du eine geile 24-Stunden-Challenge gemacht? Ja, natürlich. Nice. Natürlich. Sehr gut. Guck mal, es sind einfach Leute zufällig gerade in der Nähe. Okay, Jona, lass kurz die Scheibe gucken. Scheibe erst kurz die Scheibe. Das erste Scheibe. Was haben wir Angst gehabt eben? Was habt ihr uns da Hunde reingeschickt? Ja, zu Sicherheit. Ja, das ist das Ding. Ja. Wo ist er hier? Das ist der Steinschlag. Ja, muss austauscht werden. Das ist das Heftige. Alles gut. Sah im Video schlimmer aus. Im Video sieht alles schlimmer aus. Ja. Nochmal raufhauen, ne? Jetzt ist egal. Jetzt sind wir auf der Insel. Ja. Sehr gut, habt ihr das okay. Alles überstanden? Alles super. Okay. Ich bin topfit auch. Wir sind, also seid ihr fit? Habt ihr ein bisschen geschlafen? Ja. Ja. Sitzen so. Auf dem Boden. Ihr habt ein schönes Apartment. Geil. Ja, tun wir auch schon wissen, oh, das geheime Paket. Oh, oh, der Drogenhund. Das ist einfach Ferdi Fuchs. Ja. Jetzt stell dir vor, das ist kaputt. Ja, das wäre belastend. Oh mein Gott. Wo, hier ist noch eine Unterhose von mir? Oder ein Buch? Aber ganz schnell weg. Okay, wie machen wir das jetzt? Oh mein Gott, ja, ich würde sagen, Es ist halt. Willst du es öffnen? Einfach hochwerfen. Soll ich es öffnen? Das ist jetzt halt der große Moment. So, mit dem dürfen wir nicht verkacken. So, das muss halt erwartet, was da drin ist. Das muss jetzt sitzen. So. Das muss jetzt sitzen. Okay, alle sind so gespannt. Was könnte da drin sein? Also, das weiß keiner. Wie machen wir das jetzt? Oder soll ich dich filmen? Oder wie machen wir das? Du öffnest. Der Überbringer, weil wenn es kaputt ist, bist du der es gezeigt hat. Der Böse. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, als ob es das. Als ob, sowas gab es noch nie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Das Regenbogenglas? Leute, ausgesorgt. Jetzt können wir. Zwei. Ausgesorgt mal zwei. Alter, ausgesorgt mal zwei. What? Oh mein Gott, jetzt ist keine Platte, oder? Da habt ihr sowas krass, hat niemand erwartet. Ja, okay, dann können wir wieder los eigentlich, oder? Das, Alter. Viel zu krass. Das ist wirklich geisteskrank an dieser Stelle, muss ich nur sagen. Oh mein Gott, dass ich sowas in meiner Hand halte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich. Das ist wirklich. Wir sind jetzt reich. Oh mein Gott, ich lösche den Kanal. Tschüss. Nee, also. Leute, es haben in den Kommentaren schon viele erwartet, aber es ist halt
dieses andere, dieses andere rechts. Glas. Ah. Hier ist so krank. Mega. Vor allem, ich hätte mir McDonald's niemals ein Menü gekauft. Also hätte ich es niemals bekommen. Ohne dich. Aber wisst ihr, wir haben direkt ein neues Attentat. Okay. Also erstmal, pass auf, es gibt hier in McDonald's gibt's auch so Aktionen. Ach so. Und zwar kann man hier auch ein Mac-Menü bestellen. Ich esse ja kein Mac-Menü, also ich esse bei McDonald's höchstens Pommes und Apfeltasche, aber ich kann mir kein Menü bestellen, deswegen ist es gut, dass du da bist. Denn hier gibt es keine Gläser zum Menü, sondern hier gibt es so Handtücher. Und wir wollen Tanzwut ein Handtuch mitgeben. Das heißt, wenn ihr wieder nach Hause fliegt, dann gebe ich dir ein Handtuch mit. Ja! Und irgendwann triffst du dich mit Tanzwut und überbringst du ein Handtuch. Ja, machen wir. Das wird der endlose Kreislauf. Ja. Der nächste Roadtrip steht bevor. Aber erstmal jetzt Urlaub. Ja. Komm her, Alter, für dieses Glas, oh mein Gott. Das ist mehr wert als unser Leben. Das stimmt halt. Wir wurden nicht gecatcht. Oh mein Gott, dass das keiner auf der Grenze kontrolliert hat. Bist du neu? Hallo! Ja. Hi, Deutschen, man sieht sie überall. Let's go. Einfach aus wie ein Furi. Wir alle, wir sind nämlich Allmanns. Okay, sind alle gut drauf? Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Ja. Ja. Das ist ein Video. Ah. Da haben wir auch eine Kleinigkeit uns zu essen geschnappt. Hier eine gegrillte Mango, Tomato, Noodles und auch Pasta. Und wir essen jetzt noch was, kommen ein bisschen runter nach dem ganzen Trip hier auf der Fähre. Dann fahren wir gleich nach Hause, dann gibt's Ungeklickt. Und dann gucken wir, was wir heute Abend noch machen. Bis gleich. Ciao, ciao, ciao. So Leute, wir kommen langsam zum Ende vom Vlog. Es ist schon, wie ihr seht, dunkel draußen. Wir haben uns nochmal am Sushi-Restaurant zusammengefunden und haben hier einen leckeren Sushi-Tisch voll mit Essen. Das war's für heute. Ich hoffe, der kleine Vlog hat euch gefallen von der Ankunft von Jona. Bei ihm auf dem Kanal gibt es auch noch einen Vlog zu sehen. Und da werdet ihr noch ein paar Geheimnisse sehen, die es hier nicht zu sehen gibt. Also checkt die Beschreibung ab oder guckt mal in die Kommentare. Vielleicht hat er ja auch was kommentiert. Und ich zeige euch noch kurz das Essen. Aber keine Sorge, zum Essen gibt es sowieso noch mal ein extra Video, denn wir machen so eine What We Eat in a Week Video-Reihe, wo wir alles an Essen filmen, was wir gegessen haben. Also da wird es noch mal was geben. Und falls euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wir sehen uns morgen wieder oder heute Abend. Heute Abend sehen wir uns wieder. Und beim Livestream. Und wir sehen uns auch, wenn ihr auf die Insel kommt. Ciao, 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 ciao. Mach uns auf jeden Fall eine Dota, die Brille. Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Ich will euch alle hören jetzt. Alle zusammen.